Lindsay without Sam. I'm Rosie's homo fanny pack. I'm Spashley's biggest fan. I'm gay. I'm really gay. I'm super duper gay. I'm gayer than a rainbow. So I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling. So I'm taking my time on my. Oh, 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 oh. So, ja, dieses Selix, wir haben dann weiteren Gameplay zu dem Commentary. Auf jeden Fall eine neue Stimme, mal wieder auf den VP Clan Kanal. Also ich glaube, als erstes stelle ich mich mal vor. Also ich bin Sail, aka Michael Jordan, aka Michael, bin 15 Jahre alt. Ich weiß, ich höre mich irgendwie nicht so an wie 15, aber das ist mal wieder ein Weltphänomen, den keiner versteht. Also, was soll ich noch zu meiner Person sagen? Also, ich wohne in NRW, natürlich Schule, was eigentlich theoretisch normale 15-jährige Schüler oder Jugendliche machen sollten. Aber je nachdem, ne? Also, wo zocke ich drauf? Also, ich zocke auf Xbox One, 360, PC, PS3, also alles Mögliche. Bald auch PS4, ich tausche meine Xbox One gegen PS4, weil alle Freunde PS4 spielen und das fuckt mich schon ein bisschen ab. Das nächste Thema ist, wie bin ich zum VP-Clan gekommen? Also ich habe meine Bewerbung reingeschickt, aber die war jetzt nicht so krass. Ich glaube, ich zeige sie euch mal jetzt, also einen kleinen Ausschnitt zeige ich euch jetzt. Jo Leute, hier ist der Selixbell mit einem weiteren Gameplay zu dem Commentary, mal wieder back am Start. So, das ist jetzt meine kleine Bewerbung an den VP-Clan, ja. Und die erste Frage stellt sich natürlich, warum ich den VP-Clan joinen möchte als Commentator oder auch vielleicht als Competitive-Spieler oder so, ja. Vielleicht denken die meisten jetzt wegen den 6000 Abonnenten oder fast 7000 Abonnenten, aber nein, also ich wollte schon immer einen Clan haben. Oder ist halt so. Und die war halt wirklich nicht so krass. Die Vorstellung wirklich. Ihr habt es, glaube ich, gerade eben schon gehört, gesehen und alles von der Grafik her, von der Audioqualität und vom Kommentierstil her. War es einfach nur Dreck. Ich hab das immer noch auf meinem Channel, weil bringt Klicks, wenn man VP im Clantech. Clantech! Ja. Titel hat natürlich. Und dann nach einer Zeit habe ich den guten einen Synergy getroffen. Und ich fand einfach seinen Kommentierstil übelst krass so. Und ich war in der Zeit im Team Section als Commentator, da war ich halt wirklich ein bisschen besser. Und da wollte ich den Synergy bitte schon eventuell reinholen, ja. Aber in der Zeit war der gute Synergy nicht im, also war der schon in einem Clan, glaube ich, oder er wollte nicht joinen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Oder der hatte viele Anfragen bekommen und wir kamen einfach nicht durch. So. Und nach einer Zeit habe ich ihn gefragt, ob der VP ist. Er meinte ja und ich meinte, ob ich joinen darf. Und der meinte nein, wir sind voll. Und nach zwei Wochen oder so später sind drei Commentator gelieft. Dann hat mich der Synergy angeschrieben natürlich. Ich war dann natürlich die erste Station, die er angeschrieben hat. Und hat dann gemeint, ob ich VP noch joinen möchte. Ich natürlich. Habe ich gesagt, na klar, das ist mein Big Dream, immer in einem sehr großen Clan mal zu kombinieren zu dürfen. Und ich meinte dann, ja, natürlich. Und der hat mir dann, also ich sollte meine Nummer senden und dann habe ich den Leader Wally angeschrieben. Ja, er meinte, ich soll Dings Commentary machen, was ich jetzt auch gerade mache. Er hat mir Gameplay geschickt und so weiter. Eine kleine Vorstellung soll ich machen. Und ja, so bin ich jetzt hier zu diesem scheiß Commentary gekommen. Ja, so hat er in 2 Minuten so einen kleinen Freestyle rausgehauen. Also wie gesagt, ich mache hier alles Freestyle. Ich habe hier nichts irgendwie gemacht hier, irgendwie so Vorschriften oder so. Keine Ideen, nichts. Ich mache alles Freestyle. Deshalb sind einfach mal ein paar Versprecher drin, aber hallo, keiner ist perfekt, Mann. Und ja, 3 Minuten habe ich hier schon. Das Gameplay mit 6 Minuten und noch diese einen Zwischen, was ich noch reinsetze, hier das alte Commentary für den VP-Clan. Ja, kommt schon auf die 6 Minuten. Ich bin ein krasser Freestyle-King. Und ja, was soll ich mal ganz kurz sagen, dass vielleicht nächste Woche auch noch ein Video von mir kommt. Also ich glaube, das ist jetzt diese Woche. Scheiße, Alter. Boah, das geht so schnell. Auf jeden Fall, ich produziere vor. Und das war's theoretisch von mir. Und Say sagt tschüss und bis zum nächsten Mal.